Hi Marlon, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Momentan kann man sagen, läuft bei euch, oder? Ja, ich würde sagen, die letzten drei Spiele haben wir gut performt, haben defensiv sehr gut gearbeitet, haben auch die Tore gemacht, die wir zum Sieg brauchten. Und deswegen würde ich sagen, dass momentan schon gut läuft. In den Medien war jetzt öfter die Formulierung zu hören, die Mannschaft ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Glaubst du auch, dass es zeigt dir ein neues Gesicht, oder woher kommt jetzt diese Trendwende, dass es entgegen Anfang der Saison plötzlich so gut läuft? Ich glaube, das Spiel gegen Mannheim, wo wir mit zwei Mann weniger waren, hat uns aufgezeigt, was wir in der Lage sind zu leisten, auch mit zwei Mann weniger dagegen zu halten, das Tor zu verteidigen. Und ich glaube, das hat uns einen guten Schub gegeben. Und deswegen stehen wir momentan auch ganz gut hinten, lassen wenig zu und deswegen gewinnen wir auch Spiele. Und eigentlich könnte es ja so weitergehen. Jetzt kommt aber nach dem Auswärtsspiel am Samstag in Hannover gegen Havelse erstmal die Länderspielpause. Kommt ihr euch gelegen, um das alles zu festigen? Oder würdet ihr einfach lieber, oder du persönlich auch, jetzt einfach immer weiterspielen und diesen Lauf fortsetzen? Ja, es ist 50-50, würde ich sagen. Ich glaube, es ist mal schön, vielleicht mal zwei, drei Tage frei zu haben und mal abzuschalten. Aber natürlich, wenn es halt Schlag auf Schlag ist, ich glaube, als Fußballer gibt es nichts Schöneres, als jede Woche um Punkte zu spielen. Hoffen wir mal, dass am Samstag noch ein paar dazukommen. Bevor wir über das Spiel am Samstag sprechen, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, defensiv habt ihr sehr gut gestanden. Da hast auch du deinen Anteil gehabt. Das war sehr auffällig aus unserer Sicht die letzten Spiele, wie sehr du auch mit nach hinten gearbeitet hast. Liegt es daran, dass du jetzt zuletzt immer so als klassischer Sechser zum Einsatz gekommen bist? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, wir haben sehr viele Offensive auf dem Platz im Mittelfeld. Und da ist es schon wichtig, dass einer dann vielleicht mal vor der Abwehr bleibt und so ein bisschen das Bindeglied zwischen unseren Offensiven und unserer Fünferkette ist. Und deswegen glaube ich, bin ich momentan defensiv mehr gefordert als offensiv. Hoffen wir mal, dass ihr auch am Samstag wenig zu tun habt. Der TSV Havelse ist eher durchwachsen in die Saison gestartet, konnte jetzt aber zuletzt zwei Siege in Folge holen. Glaubst du, die sind jetzt so langsam in der Liga angekommen? Ja, kann gut sein, aber wir gucken nicht so viel auf den Gegner. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann kann der Gegner machen, was er will, weil dann gehen wir als Sieger vom Platz und so gehen wir das Samstag auch wieder an. Du sagst, dass eure Leistung auf den Platz bringen. Ist das das Geheimrezept, um eure Serie fortzusetzen und die von Havelse direkt zu stoppen? Oder worauf wird es da ankommen? Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen wieder gut ins Spiel kommen, gut in die Zweikämpfe kommen, wenig zulassen. Und vorne haben wir genug Qualität, um immer ein Tor zu machen. Und wenn wir so verteidigen wie die letzten Spiele, dann reicht ein Tor, um als Sieger vom Platz zu gehen. Und das wollen wir am Wochenende auch wieder machen. Dann drücken wir die Daumen und wünschen viel Erfolg. Dankeschön.